Hey Boxsportfreunde, ich hoffe, euch allen geht es gut. Heute wühlen wir die deutsche Boxgeschichte ein wenig auf. Ich hatte euch vier ehemalige deutsche Boxweltmeister zur Verfügung gestellt. Ihr habt euch für Graziano Rocchigiani entschieden. Und um ehrlich zu sein, habe ich das schon so ein bisschen geahnt, dass ihr euch für Graziano entscheidet. Denn kaum ein deutscher Boxer hatte so viele Ups und Downs wie Graziano Rocchigiani. Weltmeister, Millionär, Scheidung, Alkohol, Hartz IV, Gefängnis. Also Leute, er machte dem Ruf des klassischen Boxers alle Ehre, ohne in keinster Form seine Leistung zu schmälern. Die Familie Rocchigiani ist großer Bestandteil der deutschen Boxgeschichte. Denn auch sein Bruder Ralf war ein erfolgreicher Profiboxer. Ralf war der Ältere, auch galt immer als talentierterer von beiden. Allerdings war schlussendlich Graziano definitiv der erfolgreichere von beiden. Auch der Vater war Boxer. Ja, der Vater stammt aus Italien, war auch italienischer Jugendmeister. Und Vater war Grund und Motivation zugleich, ja, dass die Brüder anfangen zu boxen. In West-Berlin aufgewachsen, ne, haben die Straße in Berlin unsicher gemacht, sind an einer Turnhalle vorbei gedüst und haben gesehen, dass dort Boxtraining gegeben wird. Und Ralf hat sich ganz schnell dafür entschieden, mit dem Boxen zu beginnen. Graziano hat noch ein bisschen gebraucht. Der hat circa ein Jahr später mit dem Boxen angefangen. Und so begann die Boxkarriere der Rocchigiani-Brüder. Das Interessante bei Grazianos Karriere ist, dass seine Amateurkarriere weitgehend unauffällig war. Mit 122 Amateurkämpfen war sein größter Titel der Sieg der deutschen Meisterschaft bei den Amateuren. Mit nur 18 Jahren unterschreibt er dann gleich einen Profivertrag bei Wilfried Sauerland, damals der größte Promoter Deutschlands, einen 5-Jahres-Vertrag. Bis er dann 1986 Weltmeister der IBF wird, im Supermittelgewicht. Lustigerweise, also wir gehen hier 1986, ihr merkt schon, ne, einige Jahrzehnte zurück, wurde das Supermittelgewicht, was heute gar nicht mehr wegzudenken ist, gerade neu gegründet. Das heißt, die Gewichtsklasse war jetzt nicht so interessant. Heute ist sie gar nicht mehr wegzudenken. 1986, wie gesagt, wurde er Weltmeister. Nach Max Schmeling und Eckhard Dacke war Graziano Rocchigiani somit Bestandteil der deutschen Boxgeschichte als dritter Weltmeister, als jüngster Weltmeister. IBF-Weltmeister wurde er gegen den Amerikaner Vincent Bulwer. Ja, er gewann durch TKO in der 8. Runde in Düsseldorf in der Philipshalle. Haltet euch fest, welche Börse Graziano Rocchigiani damals bekommen hat für den Gewinn einer Weltmeisterschaft. Was schätzt ihr? 500.000, 600.000, 700.000, 10.000 deutsche D-Mark, Leute. Das sind umgerechnet roundabout 5.000 Euro hat er für seinen Gewinn der Weltmeisterschaft bekommen. Allerdings mit schnellen Schritten wurde die Börse höher. Schon in der zweiten Titelverteidigung hat Graziano Rocchigiani 400.000 D-Mark für ihn umgerechnet, ca. 200.000 Euro. Kein deutscher Boxer hat zuvor so viel Geld verdient wie Graziano Rocchigiani, also die 400.000. Damit hat er einfach den Börsenrekord im deutschen Boxsport geknackt. Graziano Rocchigiani zu der Zeit der jüngste deutsche Weltmeister, den es je gegeben hat. Und der Beginn einer hoffnungsvollen und langen Karriere. Nach zwei erfolgreichen Titelverteidigungen hat Graziano Rocchigiani seinen Weltmeisterschaftstitel niedergelegt, hat dann 1991 die Europameisterschaft im Halbschwergewicht gewonnen. 1994 kam dann der Superkampf zustande in Deutschland. Boxt Graziano Rocchigiani um die WBO-Weltmeisterschaft gegen den Showmaker Chris Eubank Senior. Mit Sicherheit kennen viele von euch Chris Eubank Junior, der gerade noch aktiv ist, der auch IBO-Weltmeister ist. Graziano Rocchigiani lieferte ein wirklich krasses Gefecht.
Sogar hat er meines Erachtens nach, also den Kampf gegen Chris Eubank, gewonnen. Leider hat man also ihm den Kampf nicht gegeben, sondern alle drei Punkte. Da hatten sich damals verwunderlicherweise in Deutschland für Chris Eubank entschieden. Graziano Cucciani war damals auch nicht mehr bei Wilfried Sauerland unter Vertrag, sondern bei dem direkten Konkurrenten Klaus-Peter Kohl. Eubank hatte enormste Schwierigkeiten mit der kompakten Berliner Doppeldeckung von Graziano Cucciani, was auch einer seiner Stärken ist, seine kompakte Deckung. Er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne ausgebissen, Chris Eubank, an der Doppeldeckung von Graziano Cucciani. Und nachdem Chris Eubank fertig war mit seinen fürchterlichen Serien zum Körper, Richtung Körper, viele waren auf die Deckung gegangen, hat Graziano immer wieder mit kurzen Händen Richtung Gesicht von Eubank geantwortet und so gepunktet. Aber wie gesagt, die Punktrichter haben sich für Eubank entschieden, zum Nachteil von Graziano. Es ist die erste von einigen umstrittenen Niederlagen, die noch folgen werden. Ja? Graziano Cucciani ist meines Erachtens nach einige Male über den Tisch gezogen worden, hatte Pech. Ja? Man weiß nicht, wo es hätte hingeführt, wenn es nicht der Fall war. 1995 folgt dann der große Fight der Bad Boy Graziano Cucciani gegen den Gentleman Henry Maske. Ich erinnere mich noch allzu gut, unglaublich. Ich habe damals bereits ein Jahr schon geboxt und habe mir damals den Kampf auch live im Fernsehen angeschaut. Dieser Boxkampf hat den deutschen Boxsport so einen Ruck gegeben. Ja, ich glaube, 13 Millionen Zuschauer schauten damals den Kampf zwischen Cucciani und Henry Maske. Und Cucciani schockte die deutschen Boxfans. Er hat Henry Maske am Ende des Kampfes wirklich am Rande des K.O.s. Es war sogar ein Niederschlag, ne, im letzten Drittel des Kampfes. Auch hier hat für mich Graziano Cucciani den ersten Kampf gegen Henry Maske eigentlich gewonnen. Allerdings hatten es die Punktrichter auch hier in diesem Kampf anders gesehen. Henry Maske gewinnt nach Punkten. Es kommt im gleichen Jahr zu einem direkten Rückkampf. Graziano Cucciani und sein Trainer, sein ganzes Team haben sich natürlich schwer verschaukelt gefühlt. Und das auch nicht zu Unrecht. Allerdings hat Henry Maske sich im Rückkampf wunderbar eingestellt auf Graziano Cucciani und konnte hier verdient einstimmig nach Punkten gewinnen. Die Zeit 1995-96, wie schon eben angeschnitten, haben den deutschen Boxsport einen immensen Tritt in den Hintern gegeben, im positiven Sinne. Ja. Mit großen Schritten hat der Boxsport wieder an Sympathie gewonnen gehabt und war im Munde aller Leute. 1996 folgt dann der große nächste Fight. Das muss man Graziano ganz hoch anrechnen. Er hat sich vor niemanden gedrückt, hat vor niemanden einen Bogen gemacht, sondern hat immer die direkte Konfrontation mit den guten Leuten gesucht und hat sich vor keinen Kampf gescheut oder irgendwie zurückgezogen. 1996 folgt der nächste Erzrivale oder der nächste Kampf gegen seinen nächsten Erzrivalen und das war Darius the Tiger Michalczewski, der damals WBO-Weltmeister war im Halbschwergewicht und auch gleichzeitig der nächste umstrittene Kampf. Nachdem Graziano die erste Hälfte vollständig, also dominiert gegen Darius Michalczewski und Darius wirklich kaum Chancen hatte, folgte mit dem Stoppkommando ein leichter Haken von Graziano an das Kinn von Darius Michalczewski, der kurz brauchte, aber als er sah, dass der Ringrichter grob auf Graziano zuging und ihn ermahnte aufgrund des Nachschlagens, fiel Darius Michalczewski wirklich theatralisch in die Seile, ja, ließ sich fallen wie im Trance in Ohnmacht. Und wenn ihr alle euch nochmal also den Niederschlag anschaut, ne, und wenn man sich ein bisschen mit dem Boxen auskennt, weiß man, ne, dass dieser Schlag niemals hätte also zu so einer Situation führen können. Ich glaube, er hat das Camp einfach von Darius oder das Team von Darius Glück gehabt, dass sie den Weltmeisterschaftstitel behalten könnten, denn also der Kampf wurde abgebrochen und endete unentschieden. Und wie man Graziano Cucciani kennt, er nimmt kein Blatt vor den Mund und schießt das raus, was er denkt. Und unmittelbar, nachdem der Kampf
abgebrochen wurde, schrie er in Richtung Management von Darius Milchaschewski, Betrüger, schrie er mehrfach, Betrüger, hat sich total verschaukelt gefühlt und wie gesagt, nichts gegen Darius hier an der Stelle persönlich, er war ein großer Fighter und großer sportlicher Respekt auch von meiner Seite gegenüber seinen Leistungen, gegenüber seinen Errungenschaften, aber das war meines Erachtens nach ihm nicht würdig, ja, das war einfach too much. Egal, wie oft ich, also wie gesagt, die Szene mir nochmal angeschaut habe, ne? Es hat nichts dazu beigetragen, mich von meiner Meinung an der Stelle zu lösen. Auch hier gab es einen Rückkampf einige Jahre später, muss man also ganz klar sagen. Da war Graziano auch schon leicht über sein Zenit, ich drücke es vorsichtig aus. Aber wie auch im Rückkampf gegen Henry Maske, hat es Graziano bei den Rückkämpfen nie geschafft, über sich hinaus zu wachsen, während die anderen, sowohl Henry Maske als auch Darius Milchaschewski, sich wunderbar auf Rocky eingestellt. Hatte auch Darius hier im Rückkampf Rocky keine Chancen gelassen. Der Kampf endete sogar vorzeitig durch TKO. Ich habe ihn auch persönlich kennenlernen können an der Stelle. Es war in Köln gewesen, 2011, ihn und seinen Bruder. Ich war zu einem Mittagessen verabredet, wo die dann dazu gestoßen sind. Ne? Zwei entspannte Brüder, wobei Ralf definitiv der introvertiertere von beiden ist und der Graziano der kommunikativere. Da hatten wir uns persönlich kennengelernt und uns über Gott und die Welt ein bisschen ausgetauscht. Natürlich ganz viel über Boxen geredet. Damals war Graziano und Ralf hier in Köln auch als Trainer tätig, unter anderem von Mahmoud Shah. Bevor es zu dem Kampf beziehungsweise zu dem Rückkampf kam mit Milchaschewski, boxte Graziano Rocky Chani 1998 gegen Michael Nunn um die WBC-Weltmeisterschaft. Ein Riesenwirrwarr um den Titel. Roy Jones Jr., den ihr mit Sicherheit alle kennt, war damals Titelträger der WBC. Die WBC behauptete, dass Roy Jones den Titel niedergelegt hatte, was Roy Jones dementierte. Bedeutet, Graziano Rocky Chani hat einen Titel gewonnen, der eigentlich Roy Jones gehört. Die WBC hat Graziano Rocky Chani tatsächlich nach dem Sieg den Titel aberkannt. Graziano Rocky Chani verständlich den Verband auch angeklagt, bekam einen Zuspruch über 31 Millionen Dollar. Und der WBC-Weltverband meldete daraufhin Konkurs an. Nichtsdestotrotz kam es zu der größten Börse seiner Karriere. Er einigte sich einige Jahre später mit der WBC, die selbstverständlich dann noch aktiv war. Also so einfach war das nicht mit Konkurs auf 4,1 Millionen Dollar. Und somit die höchste Börse, die Graziano verdienen konnte, zum Abschluss seiner Karriere nochmal ein tolles Polster, was aber leider tatsächlich nicht lange gehalten hat. 2004 einigt sich Graziano Rocky Chani mit dem Weltverband der WBC auf 4,5 Millionen Dollar, denn die WBC, so einfach ging das nicht mit dem Konkurs, die war ja weiterhin, dieser Weltverband war weiterhin aktiv und er bekam die höchste Börse, die er je verdient hat. Er hat in keiner seiner Kämpfe so viel Geld verdient. 4,5 Millionen Dollar. Man mag es nicht glauben, aber leider also hat das Geld für die Rente nicht gehalten. Darauf gehe ich gleich aber nochmal ein. Wie man raushören kann, ja, sehr viel vom Pech, vom Schicksal verfolgt, kam aber nichtsdestotrotz immer wieder. Er war ein Kämpfer, auch hier vor Gericht. Ja. Er hat über Jahre lang wirklich die WBC verklagt, bis er dann also auch zu Recht den Zuspruch bekam. Sein letzter Kampf war gegen Thomas Ulrich, ein hochgeschätztes Talent, was aber wirklich am Ende nur beim Talent geblieben ist, wo er nochmal nach Punkten verlor. Auch da war ich live dabei gewesen vor Ort, denn kurz darauf habe ich nämlich beim gleichen Promoter von Thomas Ulrich auch einen langjährigen Vertrag als Profiboxer unterschrieben. Das war dann auch sein letzter Kampf. Graziano Rocky Chani ist ein Paradebeispiel für einen Weltklasse-Boxer. Ja, er war Weltmeister in zwei Gewichtsklassen.
der mit vermeintlich wenig sehr, sehr viel geschafft hat. Mit vermeintlich wenig meine ich nicht, dass er schlecht war, sondern er war nicht der klassische Weltmeister à la Floyd Mayweather oder Roy Jones, ne? Bestückt mit irgendwelchen Skills oder sonst etwas. Er hat wenig gehabt, was er aber 100% geltend gemacht hat. Er hat seine Stärken durchgesetzt. Er hat eine sehr kompakte Doppeldeckung, die hatte ich schon erwähnt, ne? Beim Lübeck-Kampf eine sehr kompakte Doppeldeckung. Hat ein gutes Timing gehabt, die Schläge auf der Doppeldeckung abzufangen und gleich seine Antworten zu setzen. Er war sehr ausdauerstark, ja? Hat seinen Gegnern wirklich alles abverlangt. Ne? Er war nicht der klassische K.O.-Schläger. Wenn man die Statistik von Graziano Rocchigiani oder seine Knockout-Quote durchgeht, ne? Siehst du TKO, 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 dann kommt mal ein K.O., dann kommt wieder eine Menge TKOs. Ne? Das heißt, ne, dass er viel über die Ausdauer, ne? Der hat die Leute wirklich gedrückt und zum Verzweifeln gebracht. Die haben sich die Zähne ausgebissen an seiner Entdeckung und verzweifelt. Das Verzweifeln nimmt natürlich auch viel Substanz. Wir wissen, welche Auswirkungen die Psyche auf den Körper hat. Er hat eine sehr gute Linke gehabt, die wirklich von oben nach unten immer geschraubt wurde, die er, wenn die Gegner müde wurden, des Öfteren ans Ziel gebracht hat. Auch ganz stark, auch wieder bei den Maskekämpfen gut zu beobachten, sein linker Aufwärtshaken im Nahkampf, sobald er in den Nahkampf kam und nur ein kleines Schlupfloch fand, hat er seinen linken langen Aufwärtshaken immer wieder ans Ziel bringen können. Um aus einer kompakten Doppeldeckung Punkte und Treffer zu setzen, gehören sehr viele Fähigkeiten dazu. Neben der kompakten Doppeldeckung natürlich die jeweilige Geduld, das jeweilige Timing und auch die Schnelligkeit, bevor die Hand des Gegners zurückkommt, man es schafft, außer Doppeldeckung raus zu antworten. An alle, die zuhören oder draußen oder selber eine Karriere anstreben, Graziano Rocchigiani ist ein super klasse Beispiel, dass man mit wenig viel schaffen kann. Ja, mit Disziplin, mit einem großen Herz, was er definitiv hatte, ja, und Mut und der notwendigen Einstellung. Ja, du musst nicht fliegen können, um Weltmeister zu werden. Du musst nicht hart hauen wie Iron Mike Tyson. Ne? Das sind Floyd Mayweather, Roy Jones, Mike Tyson, keine Ahnung, das sind die 100 Talente. Ja? Die werden alle paar Jahrzehnte mit so einem Athlet geboren. Ja? Man kann mit einfachen Mitteln und wenn man es schafft, 100% daraus zu schöpfen, sehr weit kommen, nicht nur sehr weit kommen, sondern auch Weltmeister werden. Ja? Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Dessen muss man sich bewusst sein. Viele haben ganz verzerrte Vorstellungen und wollen dann irgendwie etwas machen. Nein, du kannst mit deinen einfachen Mitteln, die du beherrschst, auch sehr, sehr weit kommen und gar Weltmeister. Graziano Rocchigiani hat es vorgemacht. Warum sollst auch du es nicht schaffen? Womit er nicht so zurechtkam oder was ihm auch zum Verhängnis wurde, ist, dass er in den jeweiligen großen Rückkämpfen, wo es dann wirklich um alles ging, gegen Henry Maske oder auch gegen Darius Michalczewski, dass er nicht über sich hinauswachsen konnte. Während sich die Gegner auf ihn perfekt eingestellt hatten, konnte er keine Schippe mehr drauflegen und hat wirklich in beiden Rückkämpfen keine Schnitte gehabt und konnte nichts gegen seine Gegner oder beziehungsweise konnte sie nicht in Bedrängnis, nicht mal ansatzweise in Bedrängnis bringen. Auch zum Verhängnis in seiner Karriere wurde seine impulsive Art natürlich. Er konnte auf Teufel komm raus seinen Mund nicht halten, ja, und hat wirklich das gesagt, was er an der Stelle oder in dem Augenblick auch gedacht hat. Manchmal finde ich zumindest, ja, ist es gar nicht so verkehrt, nicht das zu sagen, was man gerade in dem Augenblick denkt, weil manchmal wird das Ganze von Emotionen oder von der aktuellen Situation beeinflusst und morgen und übermorgen denkt man natürlich anders darüber. Aber sportlich gesehen hat Graziano Rocchigiani bzw. die Familie Rocchigiani den deutschen Boxsport um einiges bereichert. Trainiert wurde er auch zum Abschluss seiner Karriere vom Star-Trainer Emmanuel Stewart, der auch Lennox Lewis trainiert hat und am Ende der Karriere von Wladimir Klitschko ein großer Bestandteil war. Er war Weltmeister in zwei Gewichtsklassen. Wie auch bei den anderen Fightern, die ich unter die Lupe genommen hatte, aus Respekt vor deren sportlichen Errungenschaften, möchte ich nicht
vertieft auf das Abdriften von Graziano Occhiani eingehen. Aber wir wissen alle, was am Ende passiert ist, ja, von Alkoholproblemen bis Hartz IV, arbeitslos und weiß der Teufel was. Also der hat sein ganzes Geld auf den Kopf gehauen, Freiheitsstrafe, schlag mich tot. Also wirklich, also einmal die komplette Prozedur durch bis zum Dahinscheiden auf traurige Art und Weise. 2018 wurde in Italien, wie wir wissen, wurde er überfahren, ne, ist gerade mal 55 Jahre geworden und man munkelt, ne, dass er da auch ein bisschen Alkohol im Blut hatte, als er da auf einer Schnellstraße überfahren wurde, was er da gesucht hat oder was er da machen wollte, ne, das weiß nur er und der liebe Gott. Aber eins ist Fakt, er hat uns bereichert, ne, er ist Teil der deutschen Boxgeschichte, hat viel geschafft, das muss ihn erstmal einer nachmachen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, dass wir die deutsche Boxgeschichte ein wenig durchgewühlt haben und da auf Grazianos Karriere eingegangen sind. Wenn ihr nach vorne blickt, noch andere deutsche ehemalige Boxlegenden sehen wollt, sagt mir Bescheid, schreibt es ruhig in den Kommentaren. Ich danke euch fürs Zuhören, bleibt dabei auf dem Kanal von Coach Mo und lasst ein Abo da. Pow!